Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge LS22. Wir sind wieder auf der Deichhof und wir spielen die 20. Folge, mal abgesehen natürlich von den Livestreams und Grande Malheur. Ja, Freunde, es ist schon mal wieder eine lustige Geschichte hier. Also er hat hier ein Problem, der Helfer, hier rumzukommen anscheinend. Der Klaas hat sich hier in dem Baum verfangen und das ist insofern wieder mal ganz, ganz witzig. Denn ich habe hier extra ein Vorgewende ja gefahren, das hat ihm nicht gereicht. Er ist mir hier in den Baum reingefahren. Also wir werden das Malheur jetzt hier ein bisschen beseitigen, denn der Klaas soll ja weitermachen hier bei uns mit dem Mähen, denn wir haben jetzt einiges zu mähen, einiges, was wir an Silage machen können. Oder auf jeden Fall Felder, die hier noch zu bearbeiten sind. So, machen wir hinten das Mähwerk runter und es dröhnt und föhnt das Pöttinger. Oh, wie ich diesen Sound liebe. Das müsste doch gerade so hinkommen, oder? Ja, da lassen wir wieder ein bisschen was stehen, aber nee, da sind wir großzügig. Also, oder andersherum, da sind wir nicht großzügig, denn wir brauchen alles, was wir kriegen können. Denn ihr seht es ja in unserem Kontostand, wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und Silage wird uns natürlich mit Sicherheit im Januar großes, großes Geld einbringen. So, hinten heben wir mal aus. Und dann können wir die Rückwärtsbahn vorwärts fahren mit dem vorderen Schneidwerk und machen hier diese kleine, kleine, ja, Fläche hier auch noch fertig. Sehr schön. Und der Lintrak steht auch schon wieder bereit und fängt an zu schwadern. Und anschließend werden wir unseren Fendt holen. Und dann haben wir wieder drei Schlepper hier auf den Feldern unterwegs zum Arbeiten. Und ich denke, das sollte einiges geben. Das Sojafeld ist abgearbeitet. Das ist eingefahren. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen Silage in die BGA geworfen. Und so hier einklappen und Miste abgeholt und habe unsere Produktion. Und dann ist mir auch wieder ein großes, großes Malheur passiert. Ja, so groß vielleicht jetzt auch nicht. Aber es ist schon interessant, dass er im Großen und Ganzen ja mit den Ballen bzw. mit den Paketen, mit den, nicht mit den Paketen, mit den Paletten keine Probleme hat. Aber jetzt habe ich doch hier feststellen müssen, ja, das müssen wir eigentlich andersrum fahren. Jetzt habe ich hier doch feststellen müssen, dass er im Palettenlager doch extreme Probleme hat. Wenn ich also zwei Paletten Brot einfahre, dann nimmt er sich ja immer die erste Palette runter. Und die zweite kriege ich hier nicht mehr los. Und dann hat er sich so festgebissen an der Palette, dass ich dann tatsächlich rübergezogen wurde in die Palettenablage. Und dann ist mir tatsächlich mein Gabelstapler so, hat sich verkeilt und ist hängen geblieben, dass ich den dann mit dem Glas tatsächlich rauswuchten musste. Ja, also ist wie gesagt eine spannende Geschichte. So, ah, da passiert gar nichts, weil es noch nicht erntereif ist. Okay, dann können wir hier also ohne Probleme drüber fahren. Weil das werden wir auf jeden Fall manuell machen müssen. Das Feld geht nicht anders. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Da haben wir noch einen Streifen. Jetzt weiß ich es auch, einen kleinen Streifen. Den könnten wir eigentlich auch noch mähen. Hier zwischen den Feldern. Ja, wie gesagt, also das Palettenlager, das verbeißt sich als mit den Paletten, und zwar mit den, vor allen Dingen eben mit den Brot- und mit den Sandwich-Paletten. Aber okay. Wenn man es weiß, dann kann man es auch entsprechend beachten. Das gilt ja auch zum Beispiel für das Palettenlager, das sich dort vorne bei unserem Windrad hier befindet, das ja auch ein kleines bisschen jetzt im Update versetzt wurde. Aber wenn man eben weiß, dass man dort Kollision hat, dann geht das schon. So, hinten hebeln wir aus. Dann fahren wir aber hier den Streifen. Das bringt nämlich auch nochmal bestimmt einen halben Ballen. Und wir brauchen Ballen, Ballen, Ballen. Es hilft nichts. So. Hm.
Dann fahren wir hier mal ein, hinten klappen wir mal ein und dann fahren wir rüber noch zu unserem anderen wunderschönen Grasfeld. Da kriegen wir bestimmt dann auch 8-9 Ballen runter, denn die Ertragswerte sind ja gut. Da wird also ordentlich gearbeitet. Also man hört fast den Motor nicht, solange noch das Schneidwerk arbeitet, ist schon verrückt. Aber das hört sich schon stark an. Und vor allen Dingen, wie das dann so ausläuft, ne? Also das ist auch eine feine, feine Sache. Sehr schön. Also, Yugi sei Dank, habe ich dieses Schneidwerk gefunden, dieses Mähwerk. Sodele, da habe ich sogar noch das Licht dann hier am Glas. Dann fahren wir mal hier rüber. Und bald ist es auch für mich soweit. Ich durfte ja mittlerweile schon den LS im Vorab jetzt wesentlich schon mal runterladen auf dem Mac. Ich habe ihn also schon auf dem Mac runtergeladen, darf aber noch nicht zocken. So, da Motor läuft noch, okay. Der LS25, davon rede ich natürlich. Und ich bin dann mal gespannt, wann dann endgültig, heute sollte es ja so sein, dass dann auf jeden Fall meine DVD kommt für die PlayStation. Und das werde ich als erstes antesten. Da bin ich mal auf die Menüführung gespannt, nach allem, was ich jetzt gesehen habe. Ja, es sind schon viele, viele, viele gute Sachen dabei. Natürlich muss man sich dann an das eine oder andere erst wieder gewöhnen, umgewöhnen, weil es an anderer Stelle ist. Die Menüführung ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Aber ich denke, da wird man sich relativ, oder da wird man sich schnell reinfinden und das Ganze dann doch für gut befinden, weil es jetzt einfach thematisch alles ein bisschen besser organisiert ist. Aber warten wir es ab, vor allen Dingen, wie sie es eben dann auf der Konsole spielt. Und wie sich das Ganze dann auf dem Mac spielt, da bin ich auch mal gespannt. Da hatte ich auch erstmal einen kleinen, kleinen Schrecken, weil ich kein Bild von meinem MacBook auf OBS bekommen habe. Aber da muss man halt HDCP ausschalten und dann wuppt das. So, den Kollegen lassen wir jetzt erstmal laufen. Das sollte er doch hinkriegen. Dann werden wir uns nämlich mal den Fan schnappen und holen uns damit die Ballenpresse und legen schon mal los, denn jeder Ballen, der schon mal gepresst ist, kann auch schon gären. Und wir sind im November und 2 Monate, glaube ich, brauchen wir ja. Und dann November, Dezember, im Januar können wir dann verkaufen. Also da hoffe ich mir sehr, sehr viel. Natürlich auch von den Sandwiches, aber vor allen Dingen natürlich von der Textilie. Ne? Also dass wir die Wolle jetzt direkt zu Kleidung verarbeiten können, bringt ordentlich Geld. 18.000, ich glaube, im besten Monat war das. Da bin ich mal gespannt. Und ich bin dann auch gespannt, nachdem ich mir ja das Video vom Yugi angeguckt habe, mit den Folien, wie sich das dann auch entwickelt. Ich meine, wir haben jetzt also die Wahl, wir können unsere Presse jetzt also ausstatten, in der Regel mit Netzfolie oder mit Mantelfolie war es. Nee, nicht Netzfolie, mit Ballennetz oder Ballenfolie oder irgendwas. Also auf jeden Fall, beim Wickeln können wir da jetzt verschiedene Materialien auswählen und dann natürlich auch dann später beim Pressen, so ist es richtig, die Netze, oh Mann, da kommt man aber auch echt durcheinander. Also das Netz brauchen wir natürlich zum Pressen und dann die verschiedenen Folien später zum Wickeln, damit da natürlich Silageballen draus werden. So, wir werden es hinkriegen, wir werden es hinkriegen. Erstmal ausklappen. Dann müssen wir erstmal die Hilfe wieder einschalten. Sodele. Hier. Und hier. Und dann schauen wir mal, haben wir denn automatische Ballengröße? Ja, 150 ist der größte. Und haben wir automatisch anschalten. So, los geht's. Ablassen und dann wird gewickelt. Wobei immer erstmal gepresst und dann gewickelt. Nicht wahr, Freunde? Ja, und wie es dann weitergeht in der Zukunft, müssen wir mal sehen. Also, dass ich die Zilonka im Videoprojekt spielen werde, ist soweit klar. Aber wie weit wir dann noch weiter mit dem LS25 einen Livestream, da müssen wir mal schauen, wie wir das einpacken oder eintüten.
Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Da werde ich mir die Maps noch anschauen, ob wir dann mit der amerikanischen oder mit der asiatischen arbeiten. Ich habe ja schon gesehen, die Kollegen haben sich das auch schön aufgeteilt. Wenn ich richtig gesehen habe, Bernie Gamers arbeitet zum Beispiel auf der amerikanischen, während der Ansgar ist auf der asiatischen unterwegs. So, da liegt da auch schon der erste Ballen. Hervorragend. Und ihr seid ja tendenziell mehr für die US-Karte zu haben, habe ich schon gesehen. So. Dann werden wir hier noch das Vorgewende erstmal abfahren. Und ich bin vor allen Dingen auf die Helfer gespannt. Das wäre jetzt natürlich eine dufte Sache, wenn wir drüben auf der anderen Wiese schon den Helfer mal losschicken könnten. Und er könnte hier die Wiese mähen. So, hier müssen wir jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Denn sonst legt er mir den Ballen ab. Wo hat sich denn der andere wieder verkrümelt? Ach, der ist da oben am Wenden. Okay. Weil sonst liegt der Ballen im Weg. Okay. Ah, die Fanpresse, die macht mir gar eine wahre Freude. Das muss ich schon sagen. Also die gefällt mir sehr gut. Passt natürlich hervorragend hier zum Fendt. So, der Lindtrack macht natürlich auch hervorragend seine Arbeit. Also wie gesagt, auf das Helfersystem bin ich am meisten gespannt. Ich habe auch schon die ersten Videos gesehen bezüglich Helfer auf der Straße. Also da habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass sich da so viel getan hat oder so viel verbessert. Aber wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Wohlgemerkt immer hier auf der Konsole. Aber viele, viele freuen sich natürlich jetzt auch schon wieder auf die LS25-Varianten von Cosplay und Autodrive. Und darauf freue ich mich dann auch, wenn ich da meine ersten Erfahrungen machen kann auf dem MacBook. Deswegen habe ich mir ja den LS gleich zweimal gekauft. Nennt mich verrückt oder begeistert oder enthusiastisch, wie auch immer. Ich freue mich. So, dann hier mal rum. Ja. Und dann mal ganz kurz auch angesprochen, wieder mal eine etwas, ich sage mal, unerfreulichere Sache, weil ich habe das jetzt gesehen, auch im Stream vom Kollegen Felix. Ja, also dass da schon wieder anscheinend, ich sag's, kann sich gar nicht anders sagen, gehatet wird. Oder wenn es nicht beschwert wird, weil halt die Creator jetzt im Vorab schon zocken dürfen. Ja, ich glaube, den Kollegen werde ich hier mal übernehmen, weil der fährt mir sonst... Naja, oder? Nee, das ist ganz okay, damit kann ich leben. Dann kann er schon mal rüberfahren. Ja, wie gesagt, also, dass da schon wieder gehatet wird und schlechte Stimmung verbreitet wird und dass Creator schon wieder unterwegs sein dürfen, während alle anderen müssen eben bis zum 12. warten. Und naja, also wie gesagt, da gibt es schon wieder alle möglichen Themen, die da anscheinend aufpoppen, wo ich halt auch nur sagen muss, Leute, bleibt doch mal einfach ein bisschen locker und entspannt. Denn eins muss man doch auch ganz klar sagen, es wird niemand gezwungen hier, sich die Videos anzusehen. Also, wenn es euch nicht gefällt oder wenn ihr ein Problem mit habt, dann ist es doch ganz klar der Punkt. Also, dann schaut euch doch gerne was anderes an. Ich finde es nur interessant, dass sich dann da manche Leute anscheinend wirklich reinsteigern und überhaupt nicht mehr ablassen. Und, ne, also... Ja, also da muss ich dem Felix einfach recht geben oder auch den Kollegen. Alle machen nur ihren Job und die machen das, was ihnen Spaß macht. Und vielen, vielen, vielen macht es auch Spaß, dann dazu zu sehen. Und wenn halt da jemand dann doch ein Problem mit hat oder was. Ja, also nochmal, es wird keiner daran gehindert bzw. gezwungen, sich die Sachen hier anzusehen. Dann bitte gerne was anderes. Ich glaube, die Auswahl ist groß, das Angebot ist vielfältig und da kann man mit Sicherheit auch was anderes tun. So, das jetzt nur mal so am Rande. Ich glücklicherweise kann mich ja, oder ich kann mich glücklich schätzen, dass er bei mir
sowohl in den Livestreams auch hier immer freundliche und nette Kommentare sind. Und dafür möchte ich mich auch auf jeden Fall recht herzlich bei euch bedanken. Und die Streams machen mir unheimlich viel Spaß mit euch, denn wir haben da immer, glaube ich, einen ganz guten Austausch in den Chats. Und alle wissen sich eben auch zu benehmen und sich ordentlich zu verhalten. Und dafür gibt es von mir wieder mal ein Däumchen. Danke, danke dafür. So, wir sind fleißig am Ballen machen und ich schicke jetzt gleich mal wieder den Lintrak rüber. Der soll schon mal hier anfangen. Auf jeden Fall eine Schwart zu legen. Aber ich habe das Gefühl, da kommt gut was bei rum. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Naja, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt der 9. Jeweils mit 5500 Liter. Ja, da kommt was bei rum. Da kommt was bei rum und da bin ich da sehr zuversichtlich für die Verkaufsmonate. So, gehen wir mal schnell rüber. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das wieder vernünftig hinbekommen. Ja, die Ecke ist halt doch ein bisschen blöde, ne? Also für Gras. Ja, generell ist die Ecke eigentlich blöde. Aber da bin ich ja, wie gesagt, ja, okay, jetzt im Moment ist es noch nicht aktuell, weil wir die Deichhof natürlich nicht im LS25 haben werden. Aber mit dem neuen Helfer bin ich echt gespannt, wie der dann hiermit umgeht. Vor allen Dingen dann eben beim Mähen. Da bin ich echt drauf gespannt, weil der wird mit Sicherheit dann zwei Vorgewände fahren und dann wird er das hier auch ordentlich mähen können. So. Aber im Moment müssen wir das alles schön manuell machen. Ja, aber im Prinzip könnte ich natürlich jetzt auch hier die Kurve fahren. Ja, ich denke, da wird ein Schuh draus. Ja, und dann habe ich ja gesehen, wir müssen unbedingt noch dieses Jahr Unkraut machen. Beziehungsweise machen tut sich das ja von selber. Aber wir werden es auf jeden Fall entfernen müssen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, macht es Sinn, jetzt diesen Monat noch drüber zu fahren mit der Spritze? Ja, der Vorteil wäre halt, wir müssen hier nicht umbauen. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so dramatisch auf Pflegebereifung. So. Na, da waren wir falsch. Jetzt nochmal an. Und ich bin am Überlegen, werden wir hier auf dem Sojafeld auch noch Gras ansehen? Das bietet sich an, ne? Weil wir haben ja Mais erst relativ spät. So, wenn wir in den Kalender gucken, dann können wir ja Mais im Mai machen. Das heißt, März, April, Mai wächst das Gras definitiv noch. Dann machen wir nochmal einen Schnitt. Und dann machen wir eben im Mai, machen wir den Mais drauf und dann können wir den im November ernten. Ja, das heißt, mit dem Mais, den wir also jetzt haben, müssen wir ein Jahr lang zurechtkommen. Ja, wir gehen das ganz, ganz vorsichtig an mit den Schweinchen. In der letzten Folge haben wir ja schon die ersten Tiere nachgekauft, aber schon allein deswegen, damit wir so ein bisschen in einen 4-Monats-Rhythmus reinkommen für den Verkauf. Und vor allen Dingen haben wir jetzt dann 15. Und ihr wisst ja, wie das immer ist, dass ja dann immer auch entsprechend 15 nachkommen. Und das sind 150, der Stall hat 150 Kapazität. Dann kriegen wir wenigstens auch eine saubere Anzahl. So, jetzt verfahre ich mich hier wieder komplett. Ja, man muss außerhalb, sollte man die Allradlenkung teilweise ausschalten, weil dann schlägt er einfach zu sehr ein, der Lintrak. So, weil ich wollte das nämlich eigentlich so machen, dass ich die Schwart hier mit reinkriege. Hervorragend. Dann hätten wir das jetzt auch. Ich glaube, soweit passt es. Aber wir können da oben noch mal schnell. Aber ablassen müssen wir es schon. So.
So. Noch ein bisschen nachkorrigieren. Dann bringen wir den Kollegen jetzt auch schnell rüber. Dann steht er auch schon parat. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt erst die Ballen hier fertig machen. Ich denke, ja. Dann machen wir erstmal hier auf dem Feld die Ballen soweit fertig. Weil, wie gesagt, jeder Ballen, der schon gepresst ist, der wird auch schon, beginnt schon zu silieren. Ja, hier müssen wir natürlich auch Unkraut entfernen. Wir haben im Prinzip drei Felder, wo wir Unkraut machen müssen. Also nochmal, es macht sich von selbst. Wir müssen es natürlich entfernen. Ach, das ist übrigens dann auch so ein Thema. Wenn wir natürlich den neuen Helfer haben, beziehungsweise das GPS, dann kriegen wir das auch eventuell mit der Hacke und mit dem Striegel zukünftig viel besser hin. Denn das Problem war ja immer in der Vergangenheit, dass man ja ganz, ganz schwer das Unkraut im Feld gesehen hat. Und deswegen haben wir das ja immer gelassen mit dem Striegel. So. Ach, da läuft auch noch der Motor. Gott behüt. So. Und Maschine los. Yep. Ne, wie gesagt, da hat man in der Vergangenheit immer mit der Hacke, man müsste ja jetzt mit der Hacke rein, Striegel geht ja gar nicht mehr, mit der Hacke müsste man rein, aber da hat man immer ganz schlecht natürlich gesehen, wo ist überhaupt Unkraut, weil das Unkraut ist ja immer punktuell auf dem Feld und dann hätte man immer über das ganze Feld fahren müssen und der Helfer hat es ja nicht gemacht, weil ja dann, wenn kein Unkraut da war, dann ist der ja, hat er ja gewendet und hat immer die Hälfte stehen lassen. Also es war eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Mit GPS ist es natürlich einfacher, weil wir dann auch tatsächlich gerade übers Feld kommen und können überall arbeiten und werden mit Sicherheit dann auch alles mitkriegen. Also da bin ich mal gespannt. Da können wir eventuell doch zukünftig eher mit Striegel und Hacke arbeiten als eben mit dem Herbizid. So, Freunde, wir haben wieder mal über 20 Minuten zusammen. Das heißt, ich darf mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir waren oder sind immer noch auf der Deichhof Abendfreden unterwegs und sind im Herbst angekommen, im November, werden die letzten Arbeiten des Jahres durchführen. Und dann, Freunde, geht es bald los ins Geldzählen, so hoffe ich doch, wenn wir unsere Produkte verkaufen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.